Hallo Leute, ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich war noch mit drei Freunden was essen. Wir hatten heute die Lesung und sie war ein voller Erfolg. Es war echt super. Marianne hat wieder toll gelesen. Ich bin voll stolz auf sie. Und mir geht es jetzt um einiges besser. Ich war irrsinnig nervös, war schon 3 Tage vor der Lesung so schlecht. Aber es ist alles gut gegangen, obwohl Christoph nicht dabei war. Übrigens, liebe Grüße, Christoph, falls du das siehst. Und ja, es waren circa, ich habe es nicht gezählt, aber es waren circa 100 Leute da. Wir haben über 40 Bücher verkauft. Genaue Zahlen möchte ich nicht nennen. Aber es war ein voller Erfolg. Es war eine coole Diskussion mit den jungen Leuten dort. Und ja, sowas gerne wieder. Und eine Interviewanfrage gab es und ein Interview gab es. In 2 Wochen sind wir in der Zeitung. In der Niederösterreichischen als Persönlichkeiten der Woche, also in 14 Tagen für eine Woche. Und ja, das macht mich auch irrsinnig stolz. Und das hätten wir alles zusammen nicht erreicht. Ohne meine Geschichte, ohne das Können von Marianne und ihre einfache, tolle Art. Und ich bin wirklich so glücklich, dass das alles so funktioniert hat und dass die Lesung so gut hingehauen hat, obwohl ich solche Angst hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht auf die Lesung gefreut. Aber jetzt im Nachhinein bin ich richtig froh, dass ich das durchgehalten habe und dass ich hingegangen bin und dass ich Marianne unterstützen konnte und dass es alles so toll gelaufen ist. Und ja, ich möchte mich dafür nochmal beim Direktor der Caritas-Schule und Sabine bedanken und für die Möglichkeit, im Hippolythaus zu lesen. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die bei der Lesung waren und dieses Video vielleicht sehen, weil es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass so viele Leute auf unsere Lesungen kommen und so viele Bücher verkauft werden. Und ich möchte mir damit wirklich einen weiteren Kurs finanzieren. Und ja, ich werde das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, ich werde etwas Sinnvolles damit machen. Und ja, das war einfach toll. Danke an euch alle. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Ciao, eure Ines.